Mit Wladimir Putin geht es vielen ein wenig so wie mit ihrem Chef. Man mag ihn nicht sonderlich gut, man traut ihm auch nicht besonders stark. Aber man braucht ihn nun mal, um seine Miete bezahlen zu können. Es ist schon lange her, dass wir uns hier auf Visualpolitik über Putin unterhalten haben. Und ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Willst du uns schon wieder etwas über Erdöl erzählen, Marc? Nun, diesmal nicht. Heute werden wir uns über Erdgas unterhalten. Viele von euch mögen nun denken, Erdöl und Erdgas seien doch sehr ähnliche Dinge. Letztendlich verfügen Länder mit Ölreserven in der Regel auch über Gasvorkommen. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Die Märkte für Erdöl sind viel stärker diversifiziert als die für Erdgas. Ein Beispiel: Europa kauft 30% seines Rohöls von Russland. Aber wenn es um Gas geht, steigt diese Zahl schon auf 40%. In einzelnen europäischen Ländern ist diese Abhängigkeit noch weitaus höher. Deutschland importiert 60% seines Erdgases aus Russland. Andere Länder wie Finnland und das Baltikum sind sogar vollständig von russischem Erdgas abhängig. Mit anderen Worten, Putin könnte diesen Ländern in einer kalten Winternacht das Gas abdrehen und sie so hart frieren lassen, dass ihnen Game of Thrones wie eine Folge von Baywatch vorkäme. Aber passt jetzt mal einen Augenblick gut auf, denn im Rohstoffgas steckt mehr als nur Wärme. Tatsächlich brauchen wir Erdgas für viele andere Dinge, denn der Verbrauch durch Haushalte macht nur rund ein Drittel der Gesamtmenge aus. Wie ihr auf dieser Grafik sehen könnt, geht ein weiteres Drittel an Heizkraftwerke. Der größte Teil wird von einem breiten Spektrum von Industrieunternehmen genutzt. So benötigt beispielsweise ein Papierhersteller extrem viel Wärmeenergie, das heißt einfach große Hitze. Um diese zu erzeugen, nutzt die Fabrik Gas. Und das gilt auch für andere Branchen. Mit anderen Worten, Gas ist für alle von großer Bedeutung und das gilt natürlich für ganz Europa. Und jetzt ratet mal, wer der größte Gasverbraucher in ganz Europa ist. Richtig geraten, es ist Deutschland, das bevölkerungsreichste Land des Kontinents und auch das Land mit der größten Wirtschaft. Und genau das ist der Knackpunkt dieser Geschichte, denn solange Deutschland von Russland abhängig ist, wird auch ganz Europa von Russland abhängig sein. Und deshalb hat Donald Trump auf dem NATO-Gipfel 2018 Folgendes gesagt: Deutschland wird vollständig von Russland kontrolliert, weil es 60-70% seines Gases aus einer neuen Pipeline beziehen wird. Und sagt mir, ob ihr denkt, dass sowas angemessen ist, denn ich denke, dass es das nicht ist. Und ich denke, es ist schlecht für die NATO. Die Frage heute lautet also: Hat Trump recht, wenn er Deutschland kritisiert? Ist es wirklich ein Problem, dass Deutschland derartig von russischem Gas abhängig ist? Und was noch wichtiger ist, versucht jemand überhaupt, diese Abhängigkeit irgendwie zurückzufahren? Heute werden wir alle diese Fragen beantworten, aber bevor wir das tun, lasst uns einen Blick in die Geschichte werfen. Unser Mann in Berlin. Es gibt zwei Möglichkeiten, Gas zu transportieren. Die billigste ist durch eine Pipeline. Das bedeutet, dass wir eine riesige Leitung bauen, die von der Region, von der wir das Gas beziehen, sagen wir der Jamalhalbinsel in Russland, bis zu dem Land, das es letztendlich kauft, wie zum Beispiel Deutschland, führt. Das ist ziemlich billig, weil man nur das Rohr bauen muss und das war's. Man braucht keine Lastwagen, keine Schiffe und andere Transportmöglichkeiten, die dauernd hin und her fahren. Da das Gas durch Rohre transportiert wird, kommt es auf direkten Wege zu den Kraftwerken, den Häusern und den Fabriken. Es gibt auch eine alternative Möglichkeit: der Transport von sogenannten Flüssigerdgas oder LNG, für das englische Wort Liquefied Natural Gas. Wie funktioniert diese Methode? Nun, sagen wir mal, wir nehmen das Gas aus Katar. Dann senken wir seine Temperatur, bis es minus 161 Grad Celsius erreicht. Das ist der Punkt, an dem das Gas flüssig wird und man es in Flaschen aufbewahren kann. Diese Flaschen können wir auf ein Schiff laden und, sagen wir mal, nach Barcelona transportieren. Dort steht eine Rückvergasungsanlage, in der die Flüssigkeit kontrolliert erwärmt werden kann, bis sie wieder zu Gas wird. Dieses Gas gelangt daraufhin in die verschiedenen Pipeline-Netze und wird so zu den Häusern und Fabriken transportiert. Was ist nun der Vorteil dieses Verfahrens? Naja, es ermöglicht Europa, seinen Gasversorger leichter zu wechseln. Das Problem ist allerdings: die Variante der Verflüssigung ist 50-70% teurer als der Transport über Pipelines. Und aus diesem Grund kaufen die europäischen Länder ihr Gas von den nächstgelegenen Produzenten, die Pipelines nutzen.
Der größte Lieferant für Spanien ist beispielsweise Algerien. Die nördlichen Länder jedoch beziehen ihr Gas alle entweder aus Norwegen oder zu einem noch größeren Teil aus Russland. Wie bereits erwähnt, stammt mehr als die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Gases von Unternehmen wie Rosneft oder Lukoil. Und was ist mit den Ländern, die zwischen Deutschland und Russland liegen? Nun, sie stecken noch tiefer in der Abhängigkeit. Seht euch nur mal diese Karte an. Wenn ihr aufmerksam seid, seht ihr, dass 75% des polnischen Gasbedarfs aus russischen Quellen stammt. In anderen Ländern wie Finnland und Rumänien steigt die Abhängigkeit auf 100%. Mit anderen Worten, die Hälfte Europas braucht Russland, um zu überleben. Und das ist kein Geheimnis. Die Europäische Kommission weiß das. Wladimir Putin weiß davon und sogar er weiß es. Germany will become totally dependent. Deutschland wird völlig abhängig sein von der russischen Energie, wenn es nicht sofort den Kurs ändert. Hier in der westlichen Hemisphäre setzen wir uns dafür ein, unsere Unabhängigkeit vor dem Eindringen expansionistischer ausländischer Mächte zu beschützen. Aber lasst uns dieses Video hier für einen Moment anhalten. Genau hier, wo wir die deutsche Delegation sehen können, die über Trump lacht. Er sagte gerade, dass Deutschland gänzlich von der russischen Energie abhängig sein wird. Das bedeutet, wenn Deutschland vorher schon abhängig war, wird diese Abhängigkeit nun noch größer. Wovon redet er da genau? Nun, lass uns das Video mal zurückspulen. Erinnert ihr euch an Gerhard Schröder, den ehemaligen deutschen Kanzler, den Vorgänger von Angela Merkel? Er hat nach wie vor einen massiven Einfluss auf die deutsche und auch auf die europäische Politik. Und was macht er jetzt? Nun, er baut das hier. Ehemaliger Generalsekretär der NATO Rasmussen. Deutschland tappt in Putins Falle Nord Stream 2. Im Wesentlichen handelt es sich bei Nord Stream 2 um eine brandneue Pipeline, die unter der Ostsee verläuft und Deutschland mit Russland direkt verbindet. Mit dieser neuen Pipeline könnte Deutschland seine Importe von russischem Gas verdoppeln. Der Hauptgesellschafter dieses Projekts ist das vom russischen Staat kontrollierte Erdgasförderunternehmen Gazprom. Und der Vorsitzende des Verwaltungsrats dieses Projekts ist natürlich Gerhard Schröder. Und als ob das noch nicht genug wäre, ist der ehemalige deutsche Kanzler auch noch der Aufsichtsratsvorsitzende von Rosneft, einer russischen Ölgesellschaft. Deshalb wurde Schröder in den letzten 10 Jahren zu Putins Mann in Europa. Tatsächlich hat er Russland in allen möglichen Belangen verteidigt, von den Cyberangriffen gegen die estnische Regierung bis zur Krim-Invasion. Mit anderen Worten, Deutschland ist weit davon entfernt, seine Abhängigkeit von Russland zu verringern und geht ganz im Gegenteil in die genau entgegengesetzte Richtung. Also worüber lachen die Deutschen hier eigentlich? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Stream 2. Trump verhängt Sanktionen gegen russische Gaspipeline. Präsident Donald Trump hat ein Gesetz unterzeichnet, das Sanktionen gegen jede Firma vorsieht, die dem staatlichen russischen Gasunternehmen Gazprom bei der Fertigstellung einer Pipeline in die Europäische Union hilft. Die Russen geben sich jedoch nicht geschlagen. Sie wollen die Pipeline mit ihrem eigenen Spezialschiff fertigstellen. Russisches Spezialschiff vor Rügen lässt Konflikt um Nord Stream 2 wieder hochkochen. Die Arbeiten waren Ende 2019 zum Erliegen gekommen, nachdem der US-Kongress unter Führung von US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegen Firmen und deren Manager verhängt hatte, die Schiffe zum Bau der Pipeline zur Verfügung gestellt hatten. Daraufhin hatte der in der Schweiz ansässige Offshore-Dienstleister Allseas sein Schiff Pioneering Spirit von dem Projekt abgezogen. Doch nun hat das Verlegeschiff Akademik Czerski vor wenigen Tagen im Hafen Sassnitz-Mukran auf Rügen, rund 300 Kilometer nördlich von Berlin, angelegt. Wenn Gazprom die Akademik Czerski einsetzt, um Nord Stream 2 fertig zu bauen, muss und wird der US-Präsident Sanktionen gegen Gazprom verhängen. Die Manager würden mit einem Einreiseverbot in den USA belegt und ihre sämtlichen Vermögenswerte würden eingefroren werden. Und das ist erst der Anfang, erklärte US-Senator Ted Cruz von den Republikanern. Offiziell fürchten die USA, dass mit der Fertigstellung von Nord
Stream die Abhängigkeit Europas von russischem Gas weiter steigt. Allerdings verbinden die USA auch handfeste wirtschaftliche Interessen mit den Sanktionen. Geht es Trump doch auch um bessere Exportchancen für die eigene Gasindustrie? Diese neuen Sanktionen könnten natürlich auch die europäischen Investoren OMV, Wintershall, Haldea, Engie, Uniper und Shell treffen, die am Projekt beteiligt sind. Die kompromisslose Härte der Amerikaner hat alle überrascht und die deutsche Wirtschaft fängt an, sich ernsthafte Sorgen zu machen. Denn ohne weiteres Erdgas lassen sich die Ziele, welche die deutsche Regierung im Rahmen der Energiewende beschlossen hat, nicht verwirklichen. Denn nach der Abschaltung der Kern- und Kohlekraftwerke lassen sich bezahlbare Strompreise und eine energieintensive Industrie nur mit Hilfe von Gaskraftwerken halten. Aber nicht nur die USA wollen Nord Stream 2 Steine in den Weg legen, sondern auch viele europäische Länder. Sie boxten die sogenannte EU-Gasrichtlinie durch. Diese schreibt vor, dass der Betreiber der Pipeline nicht zugleich auch der Gaslieferant sein darf. Außerdem müssen Dritte Zugang zur Pipeline bekommen. Selbst die deutsche Bundesnetzagentur musste sich dem beugen. Sie gewährte zwar der alten Nord Stream Pipeline eine Ausnahme von der EU-Gasrichtlinie, nicht jedoch der neuen Nord Stream 2. In der EU hatte sich für diese Richtlinie vor allem Polen eingesetzt, da man dort dem Gasexpansionismus Russlands äußerst kritisch gegenübersteht. Nord Stream. Polen fordert schnelle Fortschritte bei EU-Gasrichtlinie. 10 EU-Staaten unterstützen Polens Forderung, die Arbeiten an Ergänzungen der EU-Gasrichtlinie müssten beschleunigt werden. Mit seinem Aufruf richtet Warschau sich vor allem gegen den Bau der Pipeline Nord Stream 2. Widerstand kommt vor allem von Deutschland, wo die geplante Pipeline enden würde. Aber okay. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Warum ist es ein Problem, so sehr von Russland abhängig zu sein? Ist es vielleicht die Tatsache, dass Putin ein autoritärer Herrscher ist? Im Ernst? Ach, komm schon. Wenn das ein Problem wäre, könnten wir von kaum jemandem Gas kaufen. Auf der Lieferantenliste stehen Aserbaidschan, Algerien, Katar. Und natürlich sind das alles kerngesunde Demokratien, die von barmherzigen Schwestern regiert werden. Selbstverständlich kümmert sich keiner um Demokratie und Menschenrechte, wenn es darum geht, sein eigenes Haus zu heizen. Die Abhängigkeit von Russland ist aber aus einem anderen Grund ein großes Problem. Ihr werdet gleich verstehen, worum es geht. Russiaholics. Im Jahr 2006 wollte Gazprom durchsetzen, dass die Ukrainer 6-mal mehr für ihr Gas bezahlen sollen als bisher. Das war zu 100% ein politischer Schachzug. Jahrzehntelang hatten Russland und die Ukraine ein wirklich gutes, ja brüderliches Verhältnis. Doch dann begann die Orange Revolution, als Viktor Juschtschenko an die Macht kam mit seiner antirussischen und proeuropäischen Rhetorik. Da sagte der Kreml, ich verstehe, Ukraine, du willst also jetzt noch mit deinen coolen europäischen Freunden abhängen, oder was? Gut, dann hol jetzt erstmal deinen Geldbeutel raus, denn das wird verdammt teuer für dich. Denk mal darüber nach. Der Bau einer brandneuen Pipeline in einem anderen Partnerland dauert Jahre. Die Ukraine könnte also nicht einfach über Nacht neue Lieferanten finden. Wenn Putin wollte, könnte er die Preise nach Belieben in die Höhe treiben. Und wenn die Ukraine nicht bezahlen will, macht Russland das Rohr einfach zu. 3 Tage lang mitten in einer Kältewelle konnten die Ukrainer zu Hause nicht mehr heizen. Und nach äußerst angespannten Verhandlungen stimmte die Ukraine zu, das Doppelte für das Gas zu zahlen. Im Gegenzug erhöhten sie die Transitkosten für russisches Gas, das über die Ukraine in andere europäische Länder fließt. Damit fing jedoch alles erst an. Im Jahr 2009 gab es genau das gleiche Problem, nur in einer ganz anderen Dimension. Russland verlangte von der Ukraine noch mehr Geld für sein Gas. Kiew und Moskau begannen daraufhin, sich gegenseitig zu beleidigen. Und in diesem Fall war es nicht nur die Ukraine, die tagelang ohne Gas auskommen musste. Auch das übrige Europa ging leer aus. Dazu gehörten die Tschechische Republik, Italien, Polen und natürlich auch Deutschland. Ja, meine lieben Zuschauer, das meiste russische Gas kommt über die Ukraine. Wenn also die Ukrainer kein Gas mehr haben, stehen die Chancen gut, dass auch andere Europäer frieren werden. Wieder endete die Geschichte damit, dass die Ukraine mehr für ihr Gas zahlen musste, im Gegenzug aber höhere Transitgebühren verlangte. Nichtsdestotrotz, Putins Lied ist genau wie in Game of Thrones. Ein Lied von Heiß und Feuer. Nachdem in den Jahren 2006 und 2009 zunächst die Europäer schön tiefgekühlt wurden, war 2014 das Jahr des Feuers.
und das Feuer wurde in der ukrainischen Provinz namens Krim entfacht. Wie ihr wisst, besetzten die Russen die Krim. Und was hat die Europäische Union daraufhin getan? Nun, sie ging zu Putin und sagte: Putin, du unartiger Junge, wir werden dich bestrafen. Und zwar wirst du 20 Mal aufschreiben: Ich werde nicht in andere Länder eindringen. Und das war's. Jetzt bereitet die Ukraine Europa mehr Kopfschmerzen als alles andere. Aber dieses Thema werden wir im nächsten Video dieser Serie behandeln. Denn ja, es wird eine ganze Serie über russisches Gas geben. Wenn ihr nichts verpassen wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Abonnieren und aufs Glöckchen klicken. Jetzt hat Europa also zwei Möglichkeiten. Entweder Putin und Schröder weiter neue Pipelines bauen lassen und die Ukraine zu umgehen. Das ist die erste Option. Die zweite von der EU bevorzugte Option ist, einfach weitere neue Gaslieferanten zu finden. Diversifikationsversuche. Der schnellste Weg zur Diversifikation der Gasversorgung ist, wie ihr bestimmt schon erraten habt, der Kauf von Flüssigerdgas, LNG. Das ist natürlich teuer, aber die Länder müssen nicht erst warten, um brandneue Pipelines zu bauen. Wo also liegt hier das Problem? LNG-Schiffe sind bereits durch die asiatischen Absatzmärkte vollkommen ausgebucht. Im Grunde genommen ist der Pazifik voll von diesen Schiffen, die von Australien, Katar und Malaysia nach Japan, China und Korea fahren. Ihr müsst nämlich wissen, dass in Asien die Gaspreise noch weitaus höher sind als überall sonst auf der Welt. Da kann man der EU schon mal viel Glück wünschen, Amerika oder Katar davon zu überzeugen, ausgerechnet ihnen ihr Gas zu verkaufen, wenn sie damit stattdessen in Asien einen Reibach machen können. Deshalb ist der Bau neuer Pipelines die realistischste Option. Die Frage ist nur, wo? Auf der einen Seite haben wir Norwegen, aber Europa kauft bereits das gesamte von Norwegen produzierte Gas. Im Süden will Spanien die Midcat bauen, eine Pipeline, die Algerien mit Nordeuropa verbinden soll. Aber Frankreich ist nicht gerade begeistert von dieser Idee, da es selbst das gesamte Netz aufbauen müsste, um das Gas dann an andere Länder zu verkaufen. Und ihr wisst ja, wie das so manchmal ist. Oh Mann, ist echt krass viel Arbeit. Travailler. Vielleicht morgen, oder nee, nicht morgen. Bin schon verplant. Nächste Woche. Die bisher ernsthafteste Alternative ist die sogenannte Transadria Pipeline oder TAP, die bis 2020 fertiggestellt sein soll. Diese Leitung führt von Aserbaidschan über die Türkei bis nach Italien. Aber einen Moment, denn das reicht vorne und hinten nicht. Diese Pipeline hat eine Maximalkapazität von 20 Milliarden Kubikmetern und das ist noch nicht mal die Hälfte der Kapazität der Nord Stream 2, die Deutschland und Russland verbinden soll. Aber das ist nicht das einzige Problem, denn wenn es um Gas geht, wird Putin zu einem sehr, sehr eifersüchtigen Freund. Wenn du dachtest, er würde so viel Gaspromiskuität einfach hinnehmen, dann liegst du ganz falsch. Gazprom gibt bekannt, der Gastransit über die Ukraine nach Europa sinke auf 10 bis 15 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Mit diesem Schachzug schlägt Putin zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens zwingt er Europa, ihm zu folgen. Und außerdem umgeht er die Ukraine. Aber das ist noch nicht alles, denn im Süden drängt Putin auf den Bau brandneuer Rohre. Und liebe Zuschauer, wenn ihr dachtet, dass Gerhard Schröder der einzige Freund von Wladimir Putin in Europa ist, dann liegt ihr ganz weit daneben. Ungarn verlangt die Verlängerung der russischen Turkish Stream Pipeline bis nach Europa. Es gibt noch zwei Themen, die wir hier nicht behandelt haben. Zum einen müssen wir über die Ukraine sprechen. Kann Putin sie vollkommen umgehen? Außerdem sollten wir auch über Aserbaidschan sprechen, eine weitere Diktatur, die Europas neuer bester Freund zu werden scheint. Wenn ihr diese Stories also nicht verpassen wollt, meldet euch an und klickt auf den Abo-Button. In der Zwischenzeit hier eine Frage für euch. Glaubt ihr, dass Deutschland seine Abhängigkeit von Russland verringern kann? Oder glaubt ihr, dass Putin der Nachtkönig werden wird mit genug Macht, um alle Europäer in weiße Wanderer zu verwandeln? Bitte hinterlasst eure Antwort im Kommentarfeld unten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und wie immer bis zum nächsten Mal.